Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack, meine lieben Freunde. Wie war euer Tag? Mein Tag war, ich habe verschlafen ich fühle mich schlecht dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja, meine lieben Freunde, wie geht es euch? Geht es euch gut? Hattet ihr einen schönen Tag? Wie war die Schule? Wie war die Arbeit? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, meine lieben Freunde. Gestern war auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag. Habt ihr wahrscheinlich auch auf Twitter mitbekommen, dass gestern die erste Aufnahme Varo war. Ich darf nicht das so mehr sagen, außer dass gestern die erste Aufnahme Varo war. Aber, meine lieben Freunde, oh mein Gott, was ist in dieser Folge passiert? Das könnt ihr nicht glauben und ich darf auch dazu gar keine Andeutung machen. Ich werde dazu nichts sagen, aber ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr wie ich auf Varo. Und ja, meine lieben Freunde, wir gucken mal, was wir in dieser Folge alles machen. Ich habe gesehen, in der letzten Folge, hat auf jeden Fall viele negative Bewertungen bekommen, was ich zum Teil verstehen kann, aber zum Teil auch ein bisschen übertrieben finde, weil viele dann so schreiben und direkt beleidigen, ey, du Hurensohn, also wegen, ich möchte nur mal andeuten, ich wurde zutiefst beleidigt, es ist mir an sich egal und es geht, mir tun die Leute, die das schreiben, leid, weil die anscheinend keine gute Erziehung genossen haben, du Hurensohn, nur weil ich das Schwert von Revi, also das Zepter, genommen habe und es ist nicht mal kaputt, er wird es auch zu 100% wiederbekommen, wenn er einfach morgen, und das wird er machen, ich kenne Revi, einfach morgen im Stream mir wieder die Rechte gibt, dass ich mich als König aufstellen darf. Ich mache ja nichts bei dem kaputt oder so, ich klaue ja, also ich habe schon geklaut, aber ich mache es ja nicht kaputt so. Und ich gebe ihm das auch morgen zurück, wenn er einfach nur sagt, yo Patrick, hier hast du deine Rechte, weil Revi ist ja an sich kein schlechter König. Aber so ein bisschen muss man sagen, behandelt er mich so an, also ein bisschen niedriger als die anderen Bürger. Das wisst ihr, ich habe weniger Rechte in der Stadt als die anderen. Es ist einfach so. Ja, das muss man dazu sagen. Aber sonst ist Revi an sich ein guter König, aber ich werde halt immer ein bisschen anders behandelt. Klar, ich provoziere auch so, aber ich dachte, wir hatten ja auch Frieden und wir haben an sich auch Frieden. Wird der Frieden zu 100% da sein, wenn Revi mir nur sagt, yo, Petrit, du hast auch recht, dich als König aufzustellen. Und dann ist das auch fertig. Und dann kriegt er das Zepter zurück und alles ist im grünen Bereich. Noch eine Sache. Ich habe nämlich meine Statistiken. Man kann als YouTuber halt gucken, wie viele von Leuten, die einen, also von den ganzen Zuschauern, die Videos schauen, kann man schauen, wie viel Prozent diesen Kanal abonniert haben und wie viel Prozent nicht. Und bei den meisten ist das so 50-50. Bei mir auch. Und ich würde mal gerne so ein Experiment starten. Egal, ob ihr mich hasst, mir den Tod wünscht oder mich mögt oder meine Videos feiert, egal. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, abonniert ihn mal. Aus Test. Einfach so, wir wollen mal gucken. Und ihr könnt ihn dann morgen wieder deabonnieren. Es geht nur um das Experiment und dann würde ich dann morgen in dem Video das Experiment auflösen, ob es wirklich so ist. Dann, wenn jetzt die Leute, die mich nicht abonniert haben, das Video schauen, mich einfach mal aus Test für einen Tag abonnieren, dann können wir morgen zusammen schauen, ob das wirklich so stimmt, was in diesen Statistiken drin steht. Und das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und ja, 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich sagen, ich habe auch irgendwie, das Problem ist, morgen werde heute werde ich eventuell livestreamen. Also ich weiß es noch nicht so ganz genau. Es kann sein, dass ich heute livestreamen werde. Wie gesagt, ich habe heute bis, ich schäme mich es zu sagen, meine lieben Freunde. Normalerweise stehe ich so gegen 9 Uhr auf. Und irgendwie gestern war ja Varo-Aufnahme, da war ich irgendwie noch lange mit David aus dem Team, haben wir Dragon Ball Super geschaut. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe heute bis 2 Uhr gepennt. 14 Uhr also. Und es ist gerade 15.30 Uhr, ich nehme jetzt die Folge auf, mal sehen, wann die online kommt. Ich bemühe mich, ich werde wie ein Weltmeister schnell, vor allem, weil ich gleich auch noch meine Schwester von der Schule abholen muss. Also, es ist auf jeden Fall heute sehr stressig, weil ich wollte eigentlich anderen Content, wollte ich planen, wollte meinen Stream, es kommt bald, ich habe jetzt endlich eine Zeichnerin gefunden. Und auf dem Twitch-Kanal für Leute, die Abonnenten sind, also subscribed haben, kommen jetzt neue Emotes. Also bis Ende des Monats sind die dann auch fertig. Und das ist alles so mega stressig. Und klar, ich mach's gerne und so. Aber ich fühle mich dann so schlecht, wenn dann keine Videos kommen oder irgendwie, ihr wisst schon, wie ich meine. Und deshalb, ich glaube, wir sind auf der richtigen Höhe, kann das sein? Und deshalb, ja, verzeiht mir, falls das Video später kommt. Ihr kennt das ja bei mir, kommt ab und normalerweise ist Crafted bei mir geplant. Scheiße, 15 Uhr. Die ersten zwei Wochen habe ich es auch durchgezogen. Ich meine, klar, bei meiner Inaktivität ist besser, wenn überhaupt ein Video kommt. Kommt halt wieder wahrscheinlich heute gegen 17 Uhr oder so. Also, ja, ein bisschen es ist schon ein bisschen blöd so. Muss ich mal an der Stelle sagen. Ansonsten, meine lieben Freunde, kommt ja Varo dann. Ansonsten, meine lieben Freunde, ich hätte auch eigentlich Lust gehabt, einen Adventskalender zu planen. Aber ja, wie gesagt, so einen Adventskalender zu planen, muss man im Vorhinein machen.
Das kann man nicht jetzt planen. Wir haben den 28. und das wird einfach nicht funktionieren. Die Sache ist die nochmal mit Revi, um auf Revi zurückzukommen. Die Sache ist die, wie gesagt, wenn ich heute streame, bauen wir das Haus zu 50% fertig. Da werde ich einfach nur auf das Haus tryharden. Sonst würde ich das gerne morgen machen, auch im Livestream. Morgen werde ich auf jeden Fall Livestream. Die Sache mit Revi, schaut. Denkt mal nach, ihr müsst nicht direkt ausrasten. Chillt doch. Es kann doch nicht sein, dass ihr immer beim Spiel mehr ausrastet als wir und dann komplett eskaliert. Weil ich weiß nicht, so wie übertreibt ein bisschen. Und Revi und ich, wir chillen halt, so wie wir chillen Teamspeak, labern über ganz normalen Scheiß so. Klar, wir fucken uns halt ein Crafting ab so, aber trotzdem ist das doch kein Grund zu übertreiben. Und Leute, an meine treuen Zuschauer, ne, bitte, wenn ihr versteht ja diese ganze Sache mit Craft Attack, denke ich mal, ne? Wenn ihr seht, das Video wird irgendwie gehatet oder so, vergewaltigt einfach den Like-Button, sodass sie einfach keine Chance haben, dass sie einfach sehen, oh, wir haben ja gar keine Chance zu haten, die sind einfach zu krass und so, oder schreibt Kommentar, aber beleidigt nicht, wir beleidigen nicht bei uns, also ich habe das oft in meinen Livestreams gesagt, bei uns wird nicht beleidigt, also ich bitte meine Zuschauer auch Revi nie zu beleidigen, wir bleiben clean. Klar, vielleicht stechen wir da nicht mehr so raus, so, wow, Patrick's Community rastet gerade aus, sondern wir sind sachlich, konstruktiv und ja, weil ihr seht auch meine Augen, sie fallen die ganze Zeit, weil ich bin noch halt ein bisschen verschlafen, muss man sagen, so. Oh, du blödes Skelett und ich habe keinen Pfeil, ich darf das Scepter nicht benutzen, ich darf es nicht benutzen, auch wenn es, glaube ich, gar nicht kaputt geht. So, oh Mann. Och nö, es stirbt. Die Rüstung, müssen wir bald reparieren, meine lieben Freunde. What the fuck? Okay, wenn ich das schon sehe, diese Brücke, guck mal, das ist wieder. Es ist wieder typisch Revi so. Es ist nicht im Vergleich so. Ich habe nur das Schwert mir ausgeborgt, bis er mir die Rechte gibt. Und ich weiß, dass es Revi war. Ich weiß, ich brauche die Schilder gar nicht lesen. Wir lesen trotzdem. Übergib dem König das Zepter oder wir sprengen alles. Letzte Warnung. Es warten 50 TNT-Blöcke auf dich. So. Ich weiß nicht, ob Revi das weiß, aber diese Brücke allein zu bauen, wer im Livestream dabei war, das ist so eine Heidenarbeit. Nicht die Blöcke zu setzen, darunter war alles mit. So, wie soll ich das erklären? Dass sie so schwebt und alles, diese Lampen drunter zu platzieren, also das war so eine Mega-Arbeit, so. Erstmal, ich habe ein Schwert ausgeborgt und ich will auch nicht, dass sie Revi hate dafür. Ich nehme es mit Humor, aber es regt mich trotzdem auf. Aber es ist trotzdem kein Grund, bei ihm oder bei mir zu disliken oder Hate-Kommentare zu verpassen. Das verstehe ich nicht. Es regt mich zwar auf, es regt mich mega auf, aber beleidige ich ihn jetzt? Okay, klar, wenn er mit ihm live ist und ich sage, hey, du Bastard, aber wir kennen uns auch seit 5 Jahren, das nehmen wir nicht, das ist Spaß. Und deshalb bitte ich euch an meine Zuschauer, nicht so zu beleidigen, weil es ist unnötig. So, guckt einfach die Videos und genießt es einfach. Lasst uns einfach machen. So, wer ist da unten? Wer ist da unten? Eve, die kriegt jetzt erstmal aufs Maul. So, Eve, meine lieben Freunde. Was soll das? Wieso hast du als Friedensminister da nichts gemacht? Hast du als Friedensministerin Revi erlaubt, meine Brücke zu sprengen. Doch, ich weiß auch nicht, warum ich immer Brücke sage. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort, Eve. Ich musste, was zum Beispiel, es wieder, wenn ich meine Rechte bekommen habe. Es kann ja wohl nicht sein, dass ich wie Vieh in der Stadt behandelt werde. Aber so geht das nicht. Es kann ja, wenn ich meine bürgerlichen Rechte bekommen habe, gehört das Zepter wieder dem Adel. Ja, Revi hält sich zwar mehr an die Regeln als ich, weil er dich auch aufgestellt hat. Was will er lieber jetzt? Aber, pass auf, Öl, ich zerstöre dich. Aber, meine lieben Freunde, Revi bricht auch auf die Regeln. Die treuen Zuschauer, die wissen das, ne? Also, wollen das Zepter aber für die königliche Hochzeit morgen. Ja, sorgt dafür, dass Revi mir die Rechte wieder gibt. Ein bisschen Ruhe. Geht doch mal weg, Mann. Ja, geht doch. Ich will nur ein Schild aufhängen. Ohne Witz, wenn er mir meine Rechte nicht zurückgibt. Okay, ich gebe ihm mal. Vielleicht. Nein, das Zepter gebe ich ihm nicht so einfach. Aber ich brauche meine Rechte wieder. Und auch wenn ich ihm das Zepter gebe und er bricht seinen Schwur und entzieht mir wieder die Rechte, dann wird er mich morgen kennenlernen. Und da bin ich vollkommen wieder im Recht. Und dann, ja. Hier ist ein Loch. Plumpsklo? Ist das hier zum Kacken da oder was ist das hier? Naja, wie dem auch sei, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn ihr das Video bis hier geschaut habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Zepter.
einfach mal Hashtag Zepter schreiben. Dann gucke ich mir das mal an, wie viele das immer schreiben. Und ja, vergesst nicht, wie gesagt, diesen Kanal hier zu abonnieren. Würde mich sehr freuen, würde mich mega unterstützen. Und natürlich einen Daumen nach oben, wäre auch nicht schlecht. Und ja, schaut mal in den letzten Videos vorbei. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und